Seitdem man so viel zu Hause ist, habe ich so das Gefühl, man ist dauernd auf YouTube unterwegs. Ich meine, ist es nur bei mir so oder geht es da euch genauso? Ich möchte mittlerweile auch, glaube ich, gar nicht mehr wissen, wie viele Videos ich schon gesehen habe. Ja, es könnten einige gewesen sein. Schätze ich mal. Ich glaube, ich will es nicht wissen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, euch allen geht es gut, wie es einem halt gut gehen kann, denke ich, den Umständen entsprechend. Hört sich besser an. Ich hoffe, euch allen geht es den Umständen entsprechend gut. Ich zeige euch heute, wie ihr die Qualität eurer Videos verbessern könnt und wie ihr aus dem hier so etwas zaubern könnt. Aber zuallererst Intro. Lasst uns doch gleich erstmal feststellen, was hier alles nicht stimmt. Na gut, sieht halt nicht gut aus. Deshalb zeige ich euch jetzt, was wir alles verändern, damit wir die Qualität ordentlich hochschrauben können. Wie ihr sehen könnt, haben wir die Kameraeinstellungen komplett durcheinander gewürfelt. Hier werden wir nun die Settings komplett auf manuell umstellen. So haben wir die meiste Kontrolle über die Einstellungen und können die Kamera nach Belieben anpassen. Falls ihr euch noch nicht getraut habt, die Kamera auf manuell zu setzen, keine Sorge, es ist viel einfacher, als man meint. Die erste Einstellung, die wir hier auf manuell anpassen, ist die Verschlusszeit der Kamera. Denn die sollte beim Filmen stets das Doppelte der Bilder pro Sekunde sein. In unserem Fall filme ich in 4K mit 24 FPS, also 24 Bildern pro Sekunde. Damit wäre das Doppelte 48, da aber die Kamera nicht auf 48 umgestellt werden kann, machen wir es auf 50. Diese Einstellung sorgt dafür, dass Bewegungen realitätsnah wie möglich dargestellt werden und nicht strange aussehen, wie wenn man es zu hoch schraubt, wie es davor der Fall war. Nachdem wir jetzt die Verschlusszeit eingestellt haben, kümmern wir uns nun um die Blende. Die sorgt dafür, dass der Hintergrund schön unscharf wird und das Objekt, was ihr im Fokus habt, auch wirklich scharf und vom Hintergrund freigestellt wird. Dafür müsst ihr die Blende, soweit es das Objektiv zulässt, öffnen. Hier wird sich an den kleinstmöglichen Wert gerichtet. In unserem Fall f2.8. Jetzt sehen wir natürlich, dass das Bild viel zu hell und überbelichtet ist. Also fehlt uns nur noch der ISO-Wert. Den stellen wir so nah wie möglich auf 100 runter, damit wir die Unterschiede der Belichtung wieder ausgleichen können. Beim ISO-Wert ist es außerdem sehr wichtig, dass dieser einfach nicht so hoch eingestellt wird, denn je höher der ISO-Wert, umso mehr Rauschen sieht man im Bild. Jetzt können wir vergleichen, wie hat sich das Bild von Anfang des Videos zu jetzt verändert. Wird so langsam, würde ich sagen. Da die Kamera jetzt ideal eingestellt ist, fangen wir an, um uns herum das Setting ein bisschen umzustellen und zu überarbeiten und somit noch ein bisschen mehr rauszuholen. Wir wollen ja, dass der Hintergrund im Video richtig schön unscharf wird. Deswegen bewegen wir uns ein wenig von ihm hinweg, sodass der Fokus komplett auf der Person im Video selbst liegt. Sieht doch gleich viel besser aus. Achtet dabei darauf, dass ihr nicht zu nah an die Kamera kommt, da ihr ansonsten oben oder unten aus dem Bildschirm verschwinden könnt. Dabei hilft es, wenn ihr eine Kamera habt, die einen Bildschirm hat, den man nach vorne klappen kann, sodass ihr euch selber seht. Leider habe ich in meinem Fall auf der A7 R3 nur einen Tiltscreen, wodurch ich mich leider nicht selber sehen kann. Aber da hilft auch so eine Software wie die App von Sony mit dem Imaging Edge. Dadurch kann ich mich einfach ganz normal an meinem Handy spiegeln und sehe, was da abgeht und kann auch da noch weitere Einstellungen justieren. Jetzt müssen wir nur noch die Scheinwerfer in die richtige Position bringen. Ich bevorzuge es, meinen Hauptscheinwerfer direkt auf mich zu richten, sodass ich hier im Gesicht einen leichten Schlagschatten erhalte, der aber nicht zu intensiv ist. Was ich noch gerne mache, ist, ich platziere einen zweiten Scheinwerfer bzw. nur den Scheinwerferkopf im Hintergrund, der dann die Wand ausleuchtet. Das sorgt dafür, dass man im Hintergrund noch ein bisschen mehr Pep mit reinbringt und man so eine weitere Differenzierung von der Hauptperson aus dem Hintergrund hat. Ihr könnt auch Lampen und andere Lichter in den Hintergrund platzieren, was euch noch einmal zusätzlich mehr Tiefe im Bild gibt. Nun haben wir alles richtig platziert, die Kamera richtig eingestellt. Somit kommen wir eigentlich zum letzten und einen der absolut wichtigsten Punkte,
Und zwar Audio. Audio ist sehr wichtig. Denn schließlich sollen eure Zuschauer nicht von schlechter Audio abgeschreckt werden. Man verzeiht eher ein bisschen schlechteres Bild als viel zu schlechter Audio. Weisheit des Tages. Vorab solltet ihr euch bereits informieren, welches Mikrofon für eure Zwecke am besten für euch geeignet wäre. Ich zum Beispiel benutze das Rode VideoMic und dadurch, dass es direkt an meiner Kamera ist, ist es noch relativ weit weg von meinem Gesicht, was dazu führt, dass der Sound etwas zu hallig ist. Das ändern wir jetzt. Um das nun positiv zu verändern, werden wir das Mikrofon jetzt an ein Stativ festmachen, um es näher an mein Gesicht zu bringen und werden das Ganze mit einem Kabel bzw. Verlängerungskabel an der Kamera anschließen. Jetzt dürfte man natürlich schon einen ordentlichen Unterschied merken. Ihr könnt noch weitere Feinjustierungen vornehmen, um die Qualität des Sounds nochmal ordentlich zu verbessern, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen des Videos etwas sprengen, da Audio und Sounddesign ein sehr, sehr umfangreiches Thema ist. Jetzt können wir das Video bei der Bearbeitung mit einem Color Grading ordentlich aufhübschen. Ungefähr so sieht es dann aus. Und das war's auch schon. So einfach geht ein Setup, um die Qualität seines Videos ordentlich hochzuschrauben. Wie ihr gesehen habt, ist es gar nicht so schwer, die Qualität seiner Videos zu verbessern. Man muss lediglich ein paar Einstellungen ändern und ein bisschen umpositionieren. Das war's dann eigentlich auch schon. Dann hoffe ich sehr, euch hat das Video gefallen und ihr könnt diese Tipps und Tricks auch in euren Videos anwenden. Lasst mir doch noch ein Like da und teilt dieses Video mit euren Freunden, Verwandten und Bekannten, dass auch weitere Leute ein bisschen mehr lernen und wissen, wie man qualitativ hochwertigen Content macht. Zumindest bild- und videotechnisch, wie der Inhalt dann wirklich ist, das ist so die andere Sache. Aber das ist ja jedem selber überlassen. Abonniert den Kanal für weitere sehr interessante Tutorials. Das ist ganz einfach, ihr geht unten auf Abonnieren und dann habt ihr mich abonniert. Wow. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe sehr, du bist auch wieder dabei und dass es euch bis dahin immer noch den Umständen entsprechend gut geht, wenn nicht sogar den Umständen entsprechend besser. Bis dahin, ciao.